Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Wie-Außen-Kanal. Ja, wie ihr seht, der Villager läuft mittlerweile, allerdings seht ihr auch, dass das nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, deswegen würde ich sagen, ändern wir da noch ein bisschen was dran. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns auch darum, dass hier noch ein bisschen mehr Leben in die Stadt reinkommt und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, ich glaube, es reicht einfach, wenn wir hier diese Reihe noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen, das heißt, wir machen einmal so, machen einfach so einmal und dann nehmen wir das hier alles weg. So, dann holen wir uns mal eben unseren kleinen Zauberstab nochmal, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So. Und bis nach hier vorne, würde ich sagen. So. Dann nehmen wir einmal, wie hieß das nochmal? Magenta Glaze. Okay. Dann soll das Ganze Richtung Westen gucken. Okay. Das heißt, Set Magenta Glaze Terracotta, da haben wir ihn. Und dann Facing nach West bitte einmal. Da unten haben wir es. Und so. Das guckt in die falsche Richtung. Okay. So, dann können wir das hier wegnehmen, weil das brauchen wir dann nicht mehr. Oder brauchen wir es noch irgendwo? Ne, wir brauchen das nicht mehr. Okay, dann können wir das hier wegmachen. So, Set 0. Und dann haben wir eine neue Route für den Villager. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Okay, beim Start ist das noch ein bisschen verbuggt, aber das müsste eigentlich sich dann einfädeln, sobald er hier... Ups, ich bin aus dem Bereich raus. Das müsste sich dann einfädeln, sobald er hier um die Kurve ist. So. Okay, da sieht das schon ein bisschen besser aus, aber das müsste jetzt wirklich hundertprozentig sein, wenn der jetzt hier, ja, perfekt, gut. Und das ist auch nicht hier zu nah an der Straße, das geht ja noch, weil der biegt nicht direkt in der Mitte auf dem Block, sondern perfekt, gut. So, dann machen wir das hier mal zu, obwohl, eins will ich noch ändern, und zwar einmal hier noch die Reichweite. Das ändern wir auf, ja, sagen wir mal 30. Ja, so. Kurzer Lag. Tut mir leid. Und ich möchte das Ganze bitte einmal bei Nacht gelöscht haben. Jetzt kommt man hier natürlich so nicht mehr durch. Das heißt, ich mache mir einfach hier mal ein kurzes Loch rein. So. Das Ganze soll jetzt bei Nacht gelöscht werden. Das heißt, wir brauchen einmal einen Tageslichtsensor. Da können wir einfach das von hier vorne nehmen, weil das müssen wir ja eh nochmal neu einschließen. So. Ja, da will ich jetzt auch erstmal sagen, kümmern wir uns als erstes drum, dass wir das hier nochmal neu einschließen können. Ich habe jetzt keinen zweiten gespawnt, oder? Ne, habe ich nicht. Okay. So, gehen wir mal ganz kurz hier runter und machen einfach hier so einmal und so einmal. Und das funktioniert nicht, weil wir müssen dahin und dahin. So, und dann gucken wir einmal, dass wir da hinten hinkommen. Das heißt, wir müssen einmal hier entlang. Wir gehen hier durch. Dann können wir hier unten lang und dann passt das nicht, dass wir da vorne hinkommen. Das heißt, wir müssen hier nochmal eine kleine Drehung machen und dann einfach hier rein. Ja. So. So, so und so. Wir können auch gleichzeitig dann sofort einmal sperren, dass wir hier nicht mehr neue Villager spawnen können bei Nacht. So. Machen wir einfach so. Jetzt haben wir aber, glaube ich, einen neuen gespawnt, oder? Ja, wir haben einen zweiten gespawnt. Aber es ist ja nicht schlimm. So, dann machen wir das einmal weg hier. Bisschen noch weiter. Dann kommt hier einmal ein Verstärker rein. So. Und dann gehen wir einfach hier so entlang. So, 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 so. Dann sperrt er das bei Nacht. Und, oh. Boah, warum leckt denn das so, wenn ich hier die Teile setze und zerstöre? Ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir einmal nach hier oben. Die ziehen hier weiter ihre Wege. Dann müssen wir einmal nach... Wo muss man hin? Wir müssen nach hier. Okay, das heißt, wir können ungefähr hier wieder reingehen. Ja, es müsste passen. So, so. Und hier müsste jetzt irgendwo sein. Da vorne ist er auch. Perfekt, gut. Dann gehen wir einmal hier. Was ist denn das? Achso, okay. So, dann gehen wir einmal hier lang. Und da haben wir es auch schon. Okay. Kurz gucken, überlegen und dann können wir einfach hier, würde ich sagen, einmal rausgehen. So.
Na, das wollen wir nicht. Wir können einfach so machen. So und so. Jetzt kommen wir hier allerdings nicht mehr raus. Und dann müsste das eigentlich passen. Es sei denn, das passt hier von der Länge nicht. Da machen wir aber zur Sicherheit hier einfach nochmal einen Verstärker. Ne, stopp, Verstärker. Kein Komparator, sondern Verstärker. Und wir machen hier vorne mal einen Verstärker hin, dann passt das auch wirklich hundertprozentig. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. So, Time Set Night. Midnight. Nee, Night. So. Gut, perfekt. Das wird gesperrt. Das da wird dann gekillt. Das heißt, wir versuchen es einmal. Nee, wird nicht. Gut. Okay. So. Dann können wir eigentlich. Können wir das Ganze zumachen, oder? Ja, können wir. So, dann machen wir allerdings Time is the Day wieder. Day wieder. Ja, kurzer Lag. Wieso wird denn dann sofort einer erschaffen? Der wird erschaffen, weil. Ah, wir noch nicht aus dem Bereich raus waren. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz aus dem Bereich raus. Perfekt. So. Warum machen wir nicht einfach so? Dann machen wir einmal so. Von da bis nach hier. So. Set Endesite bitte einmal. Endesite. Ne, Moment. Polish it Unset bitte. So. Gut. Damit stimmt das alles. Und wir können einmal hier uns einen neuen Freund erschaffen. Der zieht jetzt hier seine Wege. Gut. Dann erstellen wir unserem kleinen Freund einen weiteren Freund. Und das würde ich sagen, machen wir einfach hier, oder? Ja, würde ich sagen, passt das. Dann können wir einfach hier genau dasselbe machen. Wir ziehen einmal hier einen weiteren Weg. So. Und ich würde sagen, wir machen das von ungefähr hier bis nach hier vorne, oder? Das, ja, das reicht eigentlich. Set 0, bitte einmal. So. Und dann brauchen wir einmal bis nach hier. Set Magenta. Ne, Moment, das ist das Falsche. Magenta, Glazed Terracotta, das ist es. Und dann brauchen wir das. Wir setzen das einmal so hin. Das ist dann in die Richtung. Das setzen wir das einmal facing nach East. War das, glaube, oder? Ja, East. Das hier können wir immer noch so machen. Das ist ja nicht viel. So, so und so. Und dann kommt von hier bis nach hier vorne einmal noch das Ganze Richtung Norden. Nee, Norden ist falsch. Dann Süden ist ebenfalls falsch. Dann Westen ist richtig. Gut, perfekt. So, dann brauchen wir eigentlich nur, soweit ich weiß, beziehungsweise wenn das klappt, bräuchten wir jetzt eigentlich nur uns diese Koordinaten kopieren. So einmal. Dann gehen wir einmal wieder nach hier unten. So, wir müssen die Reichweite noch ein bisschen erhöhen. Fällt mir da gerade so auf. So, den hier kopieren wir uns einmal. So, den können wir wegtun hier. Machen das so. Und dann setzen wir hier noch einen dran. Dasselbe und setzen da allerdings die Koordinaten einmal. Ne, stopp mal, falsch. So. Die ersetzen wir einmal, setzen hier noch einen weiter nach oben und machen das Ganze auf Verketten und immer aktiv. So, jetzt hoffe ich, funktioniert das und wir testen es einmal aus. So. Perfekt.
Aber so. Jetzt müsste das Ganze funktionieren und wir müssen die Reichweite unbedingt erhöhen. So, die Reichweite machen wir jetzt auf 70 Blöcke. Das müsste dann reichen und so. Hier können wir wieder so machen, dann haben wir sofort eine erzeugt und der zweite läuft da hinten. Der läuft noch nicht so ganz, wie ich das will. Warum tust du das, was du da gerade tust? Der wird sich schon wieder einfädeln, oder? Ich hoffe, der fädelt sich jetzt ein, oder? Ja, perfekt, gut. Das ist eigentlich doof, dass er erst so läuft, aber wenn es nicht anders funktioniert, ich meine, ich könnte das auch versuchen, dass wir den hier setzen und dann hoffentlich fädelt er sich ein, sobald er... das ist gerade ein bisschen blöd, dass er so am Anfang läuft, aber... Naja, wir schauen einfach mal. Wir holen uns unseren Zauberstab noch einmal und machen dann einmal hier alles wieder zu. Damit haben wir... Warum läufst du so komisch? Ja. Set Polish Shit Anisseed bitte einmal. Da haben wir es. Es geht zumindest. Ja, damit will ich auch sagen, was das für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr euch noch so alles wünschen würdet in dieser Stadt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao.